Wo ist denn jetzt das Vieh hin? Bin ich jetzt? Geil, Munition sammeln. Shit! Licht ist aus. Der lebt doch noch. Sieht mich scheinbar nicht. Oha, eine Fackel? Hä? Kann ich hier mit abbrennen? Er brennt. Schön. Oh, das sieht aus wie eine Waffe. Eine Pumpgun als erste Waffe? Perfekt. Oh, eine Pistole. Perfekt. Das gefällt mir. Endlich Waffen. Jo, willst du rein? Guck mal, wie dunkel die da. Die stehen die ganze Zeit so dunkel da rum, Alter. Okay, es geht nicht auf. Hab ich auch was übersehen? Oha! Was geht denn jetzt? Oh! Nicht schlecht? Was? Willst du was sagen? Oh, hier ist ein fettes Auto. So, jetzt ist hier wieder stockdunkel. Strahl das mal an. Guter Schuss. Danke. Warum soll ich Munition verschwenden? Du kannst auch schießen. Ist er wieder rein? Nee. So ein Vieh ist hier. Pack. Los, schieß! Alex, Hilfe, Hilfe, mach's tot! Gut gemacht. Das sind jetzt die Sand. Die Löwenameisen hier rumgurken. Finde ich nicht so geil. Das Kombahn-Schutzfeld muss ausgefallen sein. Wurde wohl über die Zitadelle gesteuert. Oh shit. Löwen weiter an. Oh Mann. Das scheint ein Truppenzug zu sein. Perfekt. Können wir den nicht nehmen? Was ist das denn? Ein Kombahn-Zombie. Das ist quasi ein Zombein. Stimmt's? Verstehst du? Ja, hab ich verstanden. Okay. Der war voll gut. Mist. Achtung, er hat eine Granate. Geil. Na, zum Glück ist hier zufällig eine Tür offen. Noch irgendwas? Nein. Weiter geht's. Ins Dunkle. Leuchte mal auf das Ding. Ach du Scheiße.
Oh, Alex, sorry. Kann das sein, dass sie ein bisschen stärker sind als die normalen? Und schneller? Shit. Granate! Alter. Mies, ey. Hätte ich gewusst, dass sie so aggressiv sind, hätte ich gleich mehr kaputt gemacht bei denen. Oh, fuck! Ach, scheiße, ich hab's wieder erwischt und mich selbst. Oh Mann, ist ja voll mies, ey. Ja, ist eine gute Frage, warum die Deutschen sind so groß und gut. Ist die viel zu gut? Okay, du schießt auf das da. Leuchte weiter auf den Zombie. Warum nennst du dich eigentlich Zombie? Aber okay. Schaffst du es? Kann die überhaupt sterben? Das frage ich mich. Gott. Die ist meine unendlich Munitionskanone. Ah. Toll. Lass es blitzen. Ja, da kommen wir erstmal nicht mehr raus. Weil hier haben wir jetzt Licht. Aber draußen ist genauso dunkel. Aber wahrscheinlich ist jetzt hier eine Tür offen. Boah, der brennt aber ganz schön lang, dieser Zombie. Die Zombies sprechen aber immer noch Englisch. Komisch, ne? Komisch, komisch. Alles komisch. Oh. Lebt ja noch. Netter Schuss. Danke. Kann ich ihn nicht irgendwie wegkicken? Da ist einer. Guter Schuss. Wenigstens nicht so dunkel. Da ist was. Oh Mann, ey. Dito. Machst das echt gut, Alex. Geil, Mann. Brauche ich ja gar nichts machen. Die Ameisenmügel kommen hier hoch. Immer weg, Mann, Alex.
kommen wir da jetzt? Lenk sie ab! Aber es hält immer wieder runter. Hä? Ich will was machen dagegen. Okay, ich verlasse mich jetzt auf Alex. Oh lol, wenn ich getroffen werde, ist es auch kaputt. Hä? Was für eine Kacke. Vielleicht kann ich was draufstellen. Dann komme ich da vielleicht nicht raus. Vielleicht das Auto da reinschieben. Wie halten wir die Ameisenlöwen nur auf? Genau so. Okay. Gute Idee, Gordon. Hey, wer hätte gedacht, dass man die Löwen so schließen kann? Ja, ich bin ein Gordon, der intelligente Mann. Gordon holt sich jetzt nochmal schnell Leben von hier hinten. Okay, wir beeilen uns lieber. Oh ne, da ist noch was. Ich wünschte, wir könnten das von hinten wieder zumachen, aber es geht leider nicht. Okay, wo geht's jetzt lang? Da lang. Halt deine Lampe auf die Kette. Auf die was? Halt. Oh shit, der hat eine Grenade. Ach du Scheiße. Ja, wir haben ja genug Munition. Ich helfe mal ein bisschen mit. Granate! Easy. So, jetzt schießt er das da oben. Mach weg. Geht doch. Nice, nice, nice. Ganz schön viel schon kaputt geschossen. Du bist ganz schön krass, ey. Gut gemacht. Gordon ist stolz auf dich. Ich hab mich wieder selbst verletzt. Tut mir leid, ich hab ein selbstverletzendes... Lol, haben die echt Roboterstimmen? Krass. Krass, Alter. Alte, Entschuldigung, Entschuldigung. Alte meine ich natürlich. Dass die ganze Zeit zu dunkel sein, ist voll beängstigend, ey. Pumpgun. Gott sei Dank, Mann. Gibt's die Pumpgun? Ich bin echt gespannt, ey, wie die Story sich weiterentwickeln wird, wenn wir es erstmal geschafft haben, hier rauszukommen. Oh Gott, wieso gibt's denn ja so viele von denen?
krank. So, da ist so ein Loch. Das kann ich nicht einfach zerstopfen. Oh Gott, hier sind richtig viele Löcher. So viele Löcher kann ich nicht stopfen. Shit, ich würde eigentlich da hochgehen, aber jetzt habe ich hier unten gesehen, dass hier noch was gibt. Ob es clever war. Kann Alex eigentlich sterben? Doch, Mann, ey, immer wenn ich hochlaufen will, klappert mich einer an. Jetzt hoch mit dir. Hier oben sind wir gut aufgehoben. Pass auf, Alex, da kommt ein Auto. Ich kann besser ziehen, wenn du sie umstehst, gut. Oh shit. Halt sie auf. Ich will noch ein paar Autos. Da liegen doch bestimmt noch ein paar rum. Ist zwar kein Auto, aber was zum Aufsammeln. So, ich dachte, ich kann hier hochlaufen. Geht irgendwie nicht. Shit. Oh shit. Bin wieder unten. Da ist ja noch ein Auto. Muss ich die überhaupt zumachen, die Löcher? Das ist ja die Frage. Also zum Glück haben wir ja so einen unendlich lebenden Tank bei uns. Ja, der war alles so aus. Ich meine, da, hier wäre noch ein Auto, aber da kommen wir eh nicht ran. Hier, heil dich. Wir können einfach weitergehen. Müssen die gar nicht töten. Glaube ich. Hier noch ein Auto gesehen? Ich habe nämlich keins mehr gesehen. Hier ist it's a car. I see a car. Hä? Scheiße, wo kommst du denn her? So, da machen wir das Loch doch zu. Of course we can. Aua. Mann. Alex, wo bist du denn? Ich brauche deine Power. So. An Autos kommen die nicht vorbei, Leute. Da sind wir gekommen. Weil wie viele jetzt gestorben sind hier. Es ist traurig, dass wir so viele Spezies aber auslöschen. Weil wir wollen halt auch überleben. Weil die redet da irgendwas und ich höre sie gar nicht. Wie kann man hoch? Da kann man hoch, okay. So, hier war nichts mehr. Komme ich hier lang? Ja. So, jetzt kannst du reden. Oder auch nicht. Ach, hier ist so ein Teil. Ach so, gleich gesehen. Wenn ich loslasse, ja, okay.
Mein Kaffee ist leer. Das kotzt mich an. Dauert echt lange, ey. Okay, los geht's, Alex. Ich bin am Stottern. Ich glaube, da lädt ein bisschen was nach im Hintergrund. Geht's da noch weiter runter? Wo geht's denn da noch hin? Ah, okay. Gut, gut, wir können wieder hochgehen. Da war nichts. Bloß gut, dass du den Schutzanzug hast. Dieses ja. Wasser ist übel. Schwein gehabt. Hey, willst du kuscheln kommen? Nein. Reicht nur für mich. Ja, guter Schuss. Reicht aber nicht. Ich habe kaum noch Munition. Granate! Also zum Glück hält die ja einfach alles aus. Krass. Stell dir vor, man müsste die beschützen. Stell dir vor, man müsste die beschützen, wie krass das wäre. Wir haben hier eine Fackel. Explosionsgedöns. Hab ich dich. Du blöde Kuh, du warst das? Gibt's ja gar nicht. Die hat mich echt verarscht gerade. Wo ist denn die Dings hin? War doch gerade noch so eine Flasche da. Wenn das hier absolut gar keiner ist, finde ich ja merkwürdig. Ich glaub's nicht. Ein echter Lift. Mir hätten schon Treppen genügt. Ja, ist mir gerade zu viel Zeug hier. Das gibt's? Das gibt's. Ich habe ein paar Mal mit Elektrik gearbeitet und bin mir ziemlich sicher, dass an diesem Feuerwerksdraht Strom liegt. Ja. Was sagt mir das jetzt? Hier ist ein Haufen Explosionsfässer. Scheiße. Will ich alle mitnehmen. Schau mal, wohin der knisternde Draht führt. Weiß ich nicht. Da oben lang. Komm ich denn da rein? Gar nicht. Toll. Ich will doch nur da gucken, was da drin für Munition gibt. Oh, gute Munition. Gott, anstrengend. Was? Mal das mal an. Was? Deine Munition ist voll angeblich? Was?
Wie die mir schon alles nachmacht. Granate! Oh fuck! Oh shit, Alter. Mann, hier war doch was zum Explosionsdinger. Wo sind die alle hin? Du bist ja bloß einer, den kriegst du ja noch tot. Und weiter geht's. Alter! Granate! Alter, was geht denn hier ab? Gut geduckt. Alter, noch 8 Leben. Ich glaube, hier gab es noch ein Leben. Nee, ist kein Leben. Scheiße. Doch. Oh, keine Muni mehr. Kein Licht mehr. Oh Gott, nicht so ein Vieh. Oh shit. Ich muss schon sagen, der Teil ist auf jeden Fall schwerer als der Teil als Half-Life 2 generell. Scheiße. Oh Gott. Oh, 6 Leben. 31 Leben. Oh, Alter. Krank. Boah. Alter, das war richtig knapp. Puh. Oh, verdammt. Ich hoffe, es ist draußen noch hell. Wo kommen denn die ganzen Viecher auf einmal her? Krass. Das ist ja einzige, das... Oh Gott, ich krank. Geht okay, das... Ich finde tatsächlich diesen Teil schon schwerer als den, ja, als Half-Life 2. Ein Glück, es ist noch Tag. Verschwinden wir. Oh, bitte nicht. Ernsthaft? Verdammt, es ist zugesperrt. Ich Scheiße. Hasse es nicht. Ach, wir müssen jetzt in dem dunklen Scheiß bleiben. Hey, ihr da oben. Hallo. Hier ist Gordon. Kannst du uns rauslassen? Hallo. Sie können uns wohl nicht hören. Man auch doch schreien. Weißt du, wie wir das aufkriegen? Damit. Die Telefone sind schon ewig tot. Aha. Da sind bestimmt gute Sprengsachen drin. Da war jetzt leider keine Granate oder sowas dabei. Hey, oder habe ich eine Granate bekommen? Ich habe es nicht mitbekommen. Okay. Der Griff ist abgebrochen. Vielleicht liegt er hier noch irgendwo rum. Der Griff ist abgebrochen.
Ich hätte jetzt gedacht, hier eigentlich. Aber ja, wenn die Kurbel natürlich weg ist, das ist ein Kurbel. Ach so. Die lag bestimmt da drin. Ich habe es jetzt durch die Gegend geworfen, bis zum geht nicht mehr. Wer weiß, wo die jetzt da drin liegt. Oh, lol. Perfekt. Kurbel kann man nicht dazu sagen. Es ist ein Rad. Das ist er. Probier sie gleich aus. Wir kommen endlich raus. Ich habe schon Angst gehabt, dass wir weiter hier unten rumlaufen müssen. Super. Okay. Gehen wir zum Bahndepot, bevor die Zitadelle hoch.